Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Kunden-Unboxing-Video von mir für euch. Ein Lichterle. Ist das nicht schön? Und es ist nicht nur für die kleinen Menschen da draußen schön, sondern für uns alle. Einen Sternenhimmelprojektor. Ein LED-Projektorlampe, nicht nur für Kinder. 360 Grad drehen sich dann der Sternenhimmel über uns. 17 Beleuchtungsmodi und Timer-Funktion. Es ist abschaltbar, es ist ein Nachtlicht, es ist ein Stimmungslicht für Geburtstagspartys, fürs Zimmer, für Weihnachten, für Hochzeiten etc. Für alle möglichen Anlässe ist es also demzufolge zu benutzen. Und es ist der neueste Sternenhimmelprojektor von der krassen Firma GRDE. 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 Ah, mit Timer-Setting. Oh, das ist cool, oder? Das wird endcool, sage ich euch. So richtig endcool. So richtig der Mann. Richtig nice. Richtig kein Scheiß. Echt schön. CE geprüft, FCC geprüft. Grüner Punkt ist drauf. Und es ist ein HD Projector. High Definition. Ein Sternenhimmel mit LED-Timer-Steuerung. Mögliche Zeitanstellung von 5 bis 995 Minuten. Das sollte reichen. Die Sternenhimmelprojektoren schalten sich automatisch ab, wenn die Einstellzeit beendet ist. Durch Verwendung des Sternenhimmelprojektors sind Sie oder unser Baby natürlich auch sehr entspannt und gechillt. Oh yeah, Baby. Wir haben 17 Beleuchtungsmodi und ganz nice Farbgebung. Die Projektorlampe für Kinder mit 5 Tasten. Ein Ein- und Ausschalter ist dabei. Der Hauptschalter der Projektorlampe selber zum An- und Ausschalten. Dann gibt es einen Taster, der die Minuten von 5 bis 995 als Zeitsteuerung einschalten kann. Es gibt einen Nachtlichtmodus-Schalter. Es gibt einen Farbwechsel, einen Projektionslampenwechsel-Taste und einen Drehschalter. Der Projektorlampe gibt 17 Beleuchtungsmodi mit unterschiedlichen Lichtkombinationen. Ach nee, ist das nicht schön. Viel und nice Helligkeit und so modern, Leute. Der Sternenhimmel. Ich denke mal, wenn ich jetzt sage, dass es der echte Sternenhimmel dann ist, der ja projiziert wird, das wäre Quark. Es sind also einfach nur animierte Sterne, die dort dann an die Decke geworfen werden. Nicht schlecht wäre das mal mit so einem echten Sternenhimmel, ne? So richtig so mit dem Verlauf der Milchstraße und so ein Zeug, das wäre nicht schlecht. Ne? Aber ich glaube, es ist dann doch eine andere Preisklasse. Also, wirklich sehr dekorativ und sehr schön. Er ist in der dritten Generation, das heißt, es ist also nicht ein neues Teil auf dem Markt, sondern dort wurden schon Verbesserungen, Optimierungen durchgeballert. 4 helle LEDs sind da drin, mit einer warmen Licht, mit 3 bunten Lichtern. Das heißt also, wir haben hier RGB-Farbraum, der dort dann abgeworfen wird, also rot, grün und blau. Und das andere wird dann die vierte sein, das ist dann eine weiße LED. Und entweder mischt sie dann die Zwischennuancen dann zwischen, oder sie wirft dann natürlich auch ihre eigenen LED-Farben da rein. Es ist ein Projektor, es ist gut designter Projektor. Es ist ein süßes, kleines Ei nachempfunden und es eignet sich hervorragend zu Dekorationszwecken. Dafür wollen wir es nämlich benutzen. Wir können damit also unser Leben etwas mehr Pep verleihen. Dekorieren können wir damit Partys oder romantische Anlässe. Natürlich auch, wie gesagt, als Schlaflicht zu benutzen. Ne? Innenräumen können wir also unverwechselbare visuelle Erlebnisse oder im Badezimmer natürlich auch, können wir einen Sternenhimmel dann erleben. Die Stromversorgung ist 2 Modi. Ne? Der Sternenprojektor hat 2 Stromversorgungsmodifikationen. Wir können entweder 4-mal AAA-Batterien, nicht enthalten, reinballern. Oder wir benutzen das USB-Kabel. Ich würde immer von den galvanischen Zellen abraten, weil es ist einfach so umweltverschmutzend, andauernd einen Projektor oder generell eine Lichteinheit mit Batterien zu verwirren. Was ihr noch machen könntet, sind Akkus. Aber über die Jahre nerven mich Akkus eigentlich auch immer mehr ab, weil die doch relativ schnell leer gehen. Also wirklich, und ich habe auch Markenakkus schon probiert. Weil man sie einfach nicht so vehement benutzt im normalen Gebrauch, dass sie dort einfach richtig immer im Ladezyklus bleiben. Also wir benutzen das USB-Kabel, das ist enthalten. Was wir dann natürlich brauchen, ist ein AC-Adapter, der das dann an unser Stromnetz ansetzen kann.
Aber das hat auch jeder heutzutage zu Hause. Nicht mal Apple verschickt heute noch AC-Adapter mit seinen Geräten. Also da seht ihr wirklich, die ganzen Leute wie wir sind übersättigt mit den ganzen Teilen, die dort in unserer Steckdosen landen. Es gibt ja sogar schon USB-Verlängerungskabel oder auch selber die, wo wir es reinstecken zum Strom. Ne? Also echt. Also. Was natürlich so ist, um sozusagen wenn wir jetzt hier zum Baby zurückgehen, ne? Wenn ihr ein Kind habt und so weiter und sagt, ich möchte lieber auf Batterie gehen, weil das sicherer erscheint, weil das Baby ja im krassesten Fall dort keine 240 Volt Schlag kriegen würde. Okay, dann könnte man es noch dazu formulieren, vielleicht geht man dann doch leer zu den Batterien über, aber das müsst ihr selber entscheiden. Ich bleibe bei der Stromversorgung ganz normal. Echt. Man kann es ja auswählen. Ne? Also, ist ganz einfach. Entweder wir entfernen die Batterien und benutzen das USB-Kabel oder wir benutzen das USB-Kabel nicht und packen dafür dann die AAA-galvanischen Zellen rein. Also, ihr oder wir haben dort die volle mögliche Sache. Wir haben 17 Color-Modelle, das heißt 17 unterschiedliche, wunderschöne Sternenhimmel können dann an unsere Area, an unsere Decke projiziert werden. 17 Stück. Und was es natürlich auch gibt, ist der normale LED-Modus. Der ist dann in warm-weiß gehalten, rot, blau oder grün. Ja, das ist dann der Farbspektrum, den wir dort dann absetzen und abschwabbeln können. Wie kriegen wir die Energie denn da rein? Wir können ein Battery Pack benutzen. Also eine USB-Schnittstelle nutzen wir dann und da ist dann eine Powerbank dran. Wir können 4 AAA-Batterien benutzen, wir können einen Computer benutzen, einen Laptop, ein iPad Pro könnt ihr auch benutzen oder natürlich den AC-Adapter, sprich die Steckdose. Dort muss dann aber ein AC-Adapter vorgeschaltet werden. In Form von einfach einem Ladegerät von eurem Handy. Das ist das gleiche Spannungsnetz. Kein Ding, Homies. So, jetzt schauen wir mal an, was so drin ist. Oh, hier. Schön. Und natürlich, dadurch, dass wir es mit Batterien verwenden können, ist es natürlich auch nicht outdoor geeignet, aber für unterwegs geeignet. Okay, also es sollte nicht draußen in der Natur, sprich wenn Wasser fällt und so ein Zeug, da soll man es nicht, es ist nicht wasserdicht, aber wir können es demzufolge, wie hier zum Beispiel gezeigt, mit ins Zelt draußen nehmen, auch cool. Oder in die Gartenlaube oder wo auch immer. Und dort ist ja nicht immer Strom verlegt und da wäre dann wieder eine Versorgung mit den Batterien natürlich sinnvoll. So, Need Professional Inquiry. Nein, wir machen das jetzt hier alles. Wir ballern das jetzt alles durch. Und dort ist das Ei. Guck mal, ey, das sieht schon cool aus drin, ne? So, wir greifen uns das Ei und da ist es. Hier ist das Kabel. Ne? Wir haben hier noch ein Kabel dabei. Dieses Kabel ist demzufolge ein USB-Kabel zu der zum Dock von dem Ei. Schönes, wirklich geiles Design, ne? Weil wir müssen jetzt nicht unbedingt Eier mögen, aber ich mag Eier gerne, weil jeden Abend sollte man ein paar Eier essen, schmecken nicht nur gut, sind auch gesund. So, kleine Instruction Manual hier mit auf Englisch. Ja, sieht aus wie nur auf Englisch, aber ist ja okay. Wir gucken einfach weiter, dann wissen wir danach natürlich, wie es funktioniert. So, hier unten erstmal, es ist mit einer Schicht von Plastik übersät. Das hätte man, glaube ich, nicht sparen können. Das muss nicht sein, dass sie immer da überall dann nochmal eine Kunststoffschicht drüber machen können. Und trotzdem ist die Oberfläche jetzt trotzdem nicht ganz hundertprozentig, aber ist ja nicht schlimm. So, das ist nicht so tragisch. Wir gehen also jetzt wie folgt vor. Es sieht echt stylisch aus. Also es sieht cool aus, ohne Frage. Hier vorne haben wir Anzeige, wie lange es dann noch läuft. Dann haben wir A, B, C, D Tasten vorne am Gerät, die wir dann zum Einstellen benutzen. Das heißt also, wir haben links die Farbgebung, die wir dort setzen können. Dann haben wir hier Warmlicht, Rotar, das ist rotiert, die Kontrolle darüber ist dann hier das C-Ding. Dann haben wir eine D, da können wir dann die Zeit mit einstellen. So, sehr schön. Okay, was haben wir hier? Hier ist die Deckelfreundin. Das heißt, wir können es einmal so benutzen. Ne, hier, zack, es rastet an einer Stelle ein. Wir können es aber in beide Richtungen drehen, merke ich gerade. Aber am besten ist es, dass es nach rechts aufzudrehen ist, würde ich jetzt behaupten. Ja, aber es dockt auf beiden Seiten. Dann machen wir mal die andere Richtung.
Ja, siehst du, dockt auf beiden Seiten ein, kein Problem. Und wenn wir den Sternenhimmel haben wollen, drehen wir das also und haben hier unseren Sternenhimmel. Und wie funktioniert da? Die LEDs sind da drinnen, die strahlen dann hier durch diese Oberfläche durch und dort sind die Sterne aufgemalt, ausgespart. Und wenn wir ein normales Nachtlicht haben wollen, machen wir diesen Eierkugel oben wieder drauf. Sehr nice. Hier unten kommen die Batterien rein, ne? AAA-Dinger, einfach aufschrauben, aufklappen, rein damit, fertig. Ne, dann war's das. Wir haben vier gummierte Füßchen, alles klar. Und hier hinten haben wir noch einen An- und Ausschalttaster. So, DC 5 Volt, das heißt also, wir haben hier ganz normales Spannungsversorgung von 5 Volt. Das heißt also, unser normaler Handy-Ladefreund kann hier seinen Job mit erledigen. Warum das jetzt dabei ist, keine Ahnung. Erstens weiß ich gar nicht, wo ich es so machen könnte. Ja, doch, hier oben. Ah, okay, ich könnte verstehen, dass man das hier drunter machen könnte, um dann, ja, dieses Teil dann besser ab und drauf zu machen. Ja, kann sein. Okay, ja, okay. Hab verstanden. So, jetzt, was benötigen wir? Wir brauchen also erstmal eine Steckdose. Ne? Dann brauchen wir ein Ladegerät, sprich, das hier ist einfach nur mein Apple-Ladegerät. Und dann stecken wir es ein. So, Energieversorgung, fertig. Jetzt machen wir es mal an. Können wir hier mit D können wir dann die Zeit einstellen. Alles klar, verstanden. 65, 70 und da geht es ja wirklich hoch, 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 dass wir dort eine hohe Einstellung an Minuten einstellen können. Guck mal, geht immer weiter. Mann, Mann, Mann. Okay, wir machen jetzt nicht alles, oder? So, und dann können wir hier jetzt drauf drücken und dann geht es an. Erstes an und aus. Okay, ne, seht ihr, an und aus. Zweites. Zweite Farbe, dritte Farbe, vierte Farbe. Geil, oder? So, hier sieht man es ein bisschen besser. Seht ihr die? Oh, jetzt können wir die einzelnen Farben durch. Hier ist also, hier schalten wir also sozusagen das Weiße dazu. Oh, guck mal, mit Effekten. Geil. So, hier können wir also einfach weiß, warm weiß machen. Ne? Das ist sozusagen Beleuchtungsmodi. Und wie gesagt, ihr könnt jederzeit abmachen. Dann habt ihr hier den Sternenhimmel und so habt ihr dann die Lampe selber. Zu dem Weißen können wir entweder wegmachen und machen dann die RGB-Farbsättigung hier dazu und dann seht ihr den ganzen Mix, der da durchgeht. Echt cool. Oh, schön, ey. Und dann haben wir C, der lässt das jetzt noch rotieren, wie ihr seht. Oh, cool. Und das geht natürlich dann auch noch mit verschiedenen Farbsetups. Hier können wir an- und ausmachen, die Rotation. Und hier drüben, ne, wissen wir ja, der Timer. Ne? Das ist echt cool, Leute. Das sieht super cool aus. So, guckt euch das an. Was rotiert hier? Dieses ganze Ding rotiert. Der untere Sockel bleibt fest und hier oben die Absetzung bleibt dann. Und ihr seht, wie das hier überall hin projiziert. Also echt schön, ne? Also echt schön. Ist echt cool. Boah. Ihr könnt wissen oder ihr könnt entscheiden. So projizieren wir es jetzt überall hin. Und hiermit bündeln wir es und halten es sozusagen hier fest und haben dann nur eine kleine Lichtquelle. Echt schön. Also es ist schön. So, das ist auch ein Mond. Oh, ein Mond. Das ist echt cool. Sehr schön. Gut gefertigt, ne, weil es ist alles okay. Hab nichts zu meckern. Funktioniert. Macht eine schöne Optik und das soll es tun. Wir können es in zwei Versionen beschwabbeln und wir können einen Timer einbauen und was ich immer ganz wichtig ist, Stromversorgung über Kabel. Aber alternativ geht natürlich auch die Battery Power. Sehr nices Ding. Das ist also der Sternenhill Projektor. LED heißt demzufolge natürlich auch wenig Stromverbrauch. Es gibt dieses Teil auch noch in weiß. Dann ist der Sockel und obendrauf ein bisschen weißer oder halt weiß. Wenn euch das mehr zusagt, geht das natürlich auch. Die Marke ist GRDE. Es gibt verschiedene Beleuchtungsmodi und eine Timer-Funktion. Und es ist super, wenn wir es hier so benutzen als Sternenprojektorhimmel und so als Nachttischlicht. Sehr nice. Aber echt schön. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.